Und es ist Tag. Also hier waren zwei Creeper. Da muss ich aufpassen. Und die sind jetzt nicht mehr da. Glaube ich. Wir haben es geschafft. Wir müssen zwar wieder in die Höhle wegen Obsidian, aber wir haben schon mal 3 Diamanten gesaved. 4 sogar. So, dann. Lasse ich die Eisenspitzhacke hier. Crafte mir eine Diamantspitzhacke. Dann gehe ich nochmal runter und hole mir Obsidian. Warum? So. Jetzt müsste ja ein Zaubertisch freigeschaltet sein, ne? Noch sehe ich keinen Zaubertisch. Ich glaube, das Diamantschwert ist ein bisschen verbuggt. Oder? Oder ist das so? Ich weiß nicht, muss ich schauen. Vielleicht werden wir Obsidian sammeln, ist freigeschaltet. Laut Internet brauchen wir Obsidian, ein Buch und Diamanten. Bis auf die Diamantspitzhacke haben wir nichts zu verlieren, also dann wieder rein. Also die Monster sind an, ne? Also hier. Falls ihr euch wundert, warum ich noch keine begegnet bin. Hier, Difficulty hart. Ich spiele nicht im Peaceful. Ich bin kein Cheater. So. Boah, die Musik passt immer perfekt. Wenn wir gerade reingehen, wechselt es. Und wenn wir rausgehen, mit Erfolg. Oh, ich habe den Weg vergessen. Aber wir finden es schon. Ich mache jetzt keine große Höhlenkundung mit einer Diamantspitzhacke. Bloß nicht unvorsichtig werden.
beinahe wäre ich runtergefallen. So, nach einer kleinen Unterbrechung geht's weiter. Obsidian. Ah, okay, das sieht schon mal gut aus. Ich kann schon riechen. Wir sind ganz in der Nähe. Ja. So, jetzt, wie mache ich das jetzt am schlauesten? So jedenfalls nicht. Und wo kommt denn das Wasser? Ich muss das Wasser irgendwie abstellen. Wahrscheinlich. Aua. Nein, 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 nein. Boah, habe ich mich gerade verjagt. Ich muss dort Obsidian abbauen, wo die Wasserquelle niedrig ist, also nicht so tief, nicht so hoch. Oder ich mache folgendes. So. Dann sollte hier kein Wasser mehr sein. Ja. Mist. Wow. Habe ich mich gerade erschreckt. Ich baue das alles mal zu, vorsichtshalber. Ja, eins. Zwei. Boah, warum springe ich die ganze Zeit? Also ich springe automatisch, ich drücke nicht die Taste. Hier, ich glaube, wir brauchen nur vier, ne? So, jetzt geht's wieder zurück. Die Musik passt, ne? Also, unfassbar. Nein.
So, ich bin gerade mega angespannt, weil es kann jederzeit was passieren. Boah. So. Dann geh hoch. So, es sieht gut aus. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Ja, da sind schon mal, da sind die drei Fackeln. So, ja dann. Gehen wir mal raus. Und ich merke gerade, die Musik hat aufgehört. Und ich höre ein Huhn. Und ein Zombie. Und es ist Nacht. Das ist nicht gut. Na, lauf. Okay, wir werden nicht verfolgt. So. Ja, dann haben wir alle Materialien für den Zaubertisch, die wir craften können. So. Diamanten, Obsidian und ein Buch. Wo ist das Buch? Oder können wir jetzt spontan ein Buch craften? Ne, ich mache zuerst mal die Musik an. Das ist viel zu ruhig hier. So. Ja, wir haben es geschafft, aber noch nicht ganz. Ich glaube, ich schlafe jetzt ausnahmsweise, weil ich will jetzt kein Zombie, kein Skelett oder kein Creeper begegnen. Has made the Advancement Ice Bucket Challenge. Was ist denn das? So, es ist, also die Sonne geht auf. Also für diese Aufnahme habe ich genug mit Höhlenerkundung. Das ist... Das hat mich eine Menge Energie gekostet. So. Dann baue ich erstmal hier an der Farm weiter, würde ich mal sagen. Eine Spinne, aber die sollte zahm sein. So, haben wir hier ein Buch. Ja. Gut, dann haben wir alles, glaube ich. Also ich glaube, das ist was so. Ein Enhanced Chanting Table, nice. So, das würde ich gerne in so einem Haus platzieren. So, dann geht's wieder zurück. Oder? Sollten wir irgendwas mitnehmen? Ja, die Schaufel, vielleicht. Ja, die Schaufel. Kobbel, vielleicht auch. Slabs bräuchten wir, wenn wir da weiterbauen wollen. Zäune. Fackeln. Erstmal sollten das hier reichen. Die Diamanten lasse ich hier. Kohle, ja, die Diamantspitzhacke lasse ich auch hier. Und Andesit kann auch hier bleiben. Gravel auch. Na gut, dann geht's raus.
und ich würde sagen, dass wir über irgendein Thema reden können. Und ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Während dem Duschen. Ich finde, während dem Duschen kann man irgendwie am besten nachdenken. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass es so entspannt ist und man irgendwie, keine Ahnung, man am besten nachdenken kann. Ja, ein Thema wäre ja, ich habe ja in der letzten Aufnahme über Gott und die Welt geredet, ne? Also hauptsächlich über Gott, glaube ich. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich so ein halber Atheist, halb gläubig bin. Also ich glaube nicht an die Religion, sondern an den. Ich glaube schon an Gott, aber nicht an die Religion so rum, ne? Und ja, wo packe ich denn diesen Tischchen? Ich glaube unten, ne, wäre ganz gut. So ein Raum extra für Zauber. Ah, okay, ich dachte schon. Ja, so ein Tisch extra, nee, ein Zimmer extra für so ein Zauber Dingens wäre nice. Ich pack das mal hier so in der Mitte. Das ist kein Zaubertisch. Oder sollte ich das in der Seite packen? Ja, hier so. So, was braucht man denn für ein Enchantment? Unbreaking, Erfesser und Erfesser. Okay. Lapis Lazuli bräuchte man jeweils. Ah, okay. Ich glaube, haben wir Lapis Lazuli irgendwo? Im Lagerhaus nicht, aber hier. Aber ich würde es lieber in einer, also, ne? Also eine Eisenspitzhacke machen. Effizienz. Erstmal brauchen wir Lapis Lazuli. Ist nicht da drin. So, leider geht es nur bis Level 3. Was können wir auch den Schwert enhancen? Knockback, Smite 1, Sharpness. Ach, wir haben auch Level verbraucht, sehe ich gerade. Okay, dann tue ich das mal wieder rein. Und die Spitzhacke tue ich hier rein. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir hier mal weiter. Ne, können wir gar nicht, weil wir kein Holz haben. Das heißt, wir müssen wieder zurücklaufen. Ich glaube, die Spitzhacke ist auch im Lagerhaus, ne? Die Axt. So, ja, wo war ich denn in meinem Monolog? Ja, da ich bin ja. Ich glaube schon an Gott, aber nicht an die Religion, weil ich finde, ja, um alles nochmal zusammenfassend zu sagen, dass die Religion früher vielleicht nützlich war, um Ordnung und so zu bringen, ne, unter dem Volk, weil das Volk war ja nicht so aufgeklärt und das Wissen war nicht so groß wie in der heutigen Zeit. Aber heute, also jetzt, also ne, im 21. Jahrhundert ist die Religion meistens für viele Probleme verantwortlich, weil die Leute halt das falsch interpretieren, also es falsch verstehen und dann zum Beispiel sieht man das ja bei den Terroristen, ne? Also denken, dass für die Islamisten oder Muslime halt Gott gewollt ist, dass sie halt die Leute abschlachten, also Opfer darbringen müssen und so für damit es deren Volk oder so gut geht. Ich weiß nicht, warum die das tun. Aber das stelle ich mir halt so vor, ne? Oder hier in dem Christentum. Ich habe ja letztes Mal erwähnt, dass eine Christenfrau ihren eigenen Sohn irgendwie bei minus 2 Grad ohne Pullover, nur mit einem T-Shirt, ohne Decke oder irgendwie sowas
draußen eiskalt ja, rausgeworfen hat. Und in einem Monat will sie, dass der Sohn komplett rausgeht. Aus der Familie, aus allem. Aus deren Leben und so. Nur weil er ja homosexuell ist. Ne? Und sie ist halt der Meinung, dass bei den Christen sowas nicht geduldet wird. Ne? Und also Religion bringt meistens mehr Probleme, als dass es hilft in der heutigen Zeit. Ja. Und dann habe ich mal heute beim Duschen nachgedacht, dass eigentlich der einzige Gott, den man wirklich irgendwie sehen kann und ja wahrnimmt halt, ne, ist halt, das trifft auch meistens zu, ne, also man sagt ja im Christentum, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allmächtig und Gott ist noch irgendwas, gerecht oder irgendwie sowas. Und das trifft, ist auf das, was ich mir halt für einen Gott vorstelle, ziemlich gut zu. Also, Gott ist meiner Meinung nach die Natur, ne? Die Natur ist überall allgegenwärtig, die ist mächtig. Wenn wir die Natur sozusagen angreifen, dann zahlt es uns zurück, sozusagen, ne? Also, ne? Macht. Man sieht es ja im Klimawandel und alles. Und gerecht, ja, gerecht, weiß ich nicht. Ja, ist eigentlich gerecht, ne? Also, es gibt ja so ein physikalisches Gesetz, nach dem leben wir alle. Und egal was passiert, dieses Gesetz kann nicht gebrochen werden. Warum mache ich das mit der Axt, mit der Spitzhacke? Deshalb glaube ich, so meiner Meinung nach, dass unser einziger Gott die Natur ist, ne? Mutter Natur. So. Ich weiß auch nicht, woher die Bibel, der Koran oder hier der Sanskrit im Hinduismus oder so kommt. Die sind auf jeden Fall sehr alt. Aber das könnte auch irgendeine Art Geschichte sein, um die Leute reinzulegen. Das ist ja das Gefährliche, wenn man keine Belege, keine Beweise oder sowas hat. Dass man so von so einer Überlieferung leicht reingelegt werden kann. Vor allem mit Leuten, die halt leicht zu beeinflussen sind. Ja, man sollte immer seinen eigenen, also ich finde, man sollte immer seinen eigenen Kopf, Verstand irgendwie vertrauen und nicht, was in der Bibel steht oder so. Ist zwar ganz einfach, ne? Zu sagen, ja, Gott ist schon da für uns, aber am Ende liegt es in unserer eigenen Hand, was wir mit unserem Leben machen. Also finde ich jetzt so. So, es wird dunkel. Ich glaube, wir sollten mal so langsam zurück. 27 Holzstämme, also sollten reichen, ne? Für die Nacht. Und ich finde, alles, was in der Bibel steht, ne, dass Gott uns, ich beziehe mich auf die Bibel, weil ich die Bibel am besten kenne. Ich habe jetzt nicht den Koran oder den Sanskrit oder irgendwie so gelesen. Aber in der Bibel steht ja auch, dass Gott uns, es gibt ja Christen halt, die für bei jeder Mahlzeit, ob es heißt Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, immer zuerst beten und sich bei Gott bedanken für die Mahlzeit und so. Und das finde ich auch, das trifft zu. Deswegen, meiner Meinung nach, gibt ja die Natur eigentlich Essen. Und die ganzen Mahlzeiten und so, ne? Was wollte ich machen? Ach, ich wollte bauen. So, wir haben jetzt 108 Holz. Planks. Ich muss mal kurz schauen, wie weit wir letztes Mal gekommen sind.
ich hier mal hier ein paar Fackeln. So. Dann ist es ein bisschen heller. So, hier kommt... Ja, ich glaube, hier kommt noch ein Stamm. Deshalb, deshalb finde ich, dass man generell der Mutter Natur nicht schaden sollte. Wegen, es gibt ja so Menschen, denen die nehmen die Natur. Ich bin jetzt auch kein Hippie oder so, ne? Dass man irgendwie. So ein Hippie ist ja auch so ziemlich krass, was Frieden, Gechilltheit und so angeht. Und Natur und so, die sind ja so richtig. Okay, es klingelt. Moment, ich bin gleich wieder da.